Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Im letzten Part haben wir Arctos und Zapdos gefangen. Ich habe überlegt, ihn in meinem Team zu nehmen, habe mich aber irgendwie dagegen entschieden. Ich frage mich warum. Wo ist... war eben eigentlich noch unterwegs und habe eine TM gekauft, die ist scheinbar aber nicht da. Ja, okay. Wo wir gerade dabei sind, können wir direkt mal... Was haben wir hier eigentlich alles drin? Vier... Alter, haben wir hier viel drin. Naja, ablegen. Können wir die ganzen TMs ablegen. Können wir ablegen. Ablegen. Den Fragezeichen auch noch können wir ablegen. Und hier im 14 können wir ablegen. Dann möchte ich jetzt nochmal dahin. Und fliege mit Glurak in das Plus meiner City Kaufhaus. Und zwar dahin. Erste Etage und hier. So, jetzt haben wir es aber gekauft. So, TM5. Kikli. Ja. Was brauchst du nicht? Ich weiß nicht. Und der jetzt macht. Ja, so. Ich möchte mal gucken. Kikli. Nein, du sollst die Stärke einsetzen. Nein. Status. Da steht nicht, welcher Attacke am stärksten ist, ne? Ich würde aber sagen, wir vergessen einfach mal Doppelkick. Kikli, ein Pokémon. So. Doppelkick wurde vergessen. Haben wir das auch geschafft. So, jetzt geht's aber auf die Siegestraße. Beziehungsweise erstmal. Ja doch, nach Vitania City. Jetzt sind wir in Alabasta gelandet. Geil. So. Auf geht's. Ich habe nicht vor zu leveln. Also doch, vielleicht mache ich's. Vielleicht aber auch nicht, weiß nicht. Wenn, dann mache ich's wahrscheinlich eher auf der Siegestraße. Darunter hüpfen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, geil, ein Level 2 Pokémon. Das kann ich unbedingt gebrauchen. Ja. Auf geht's. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weitergehen. Oh, brauchen wir jetzt aber nicht die ganzen TMs, ne? Das wäre ja. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Quellorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Quellorden. Okay, du darfst passieren. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Donnerorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Donnerorden. Okay, du darfst passieren. Ja, danke. Wow, egal wo ich lang gehe. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Farborden besitzt. Wunderbar, du trägst den Farborden. Du darfst passieren. Ja, okay. Das muss ich jetzt nicht alles vorlesen, die labern ja alles gleiche. Du darfst nur passieren, wenn du bereits den Seelenorden besitzt, ja. Oh, jetzt bin ich auf diesem Stück Land gelandet. Land gelandet. Ja, Sumpforden habe ich. Ich weiß, ich bin der Allerbeste. Komm hier, Pokémon. Scheinbar nicht. Schade. Doch! Ibitak. Wenn du mal den Vulkanorden besitzt. Ja, den besitzen wir auch. Und jetzt kommt's. Das ist nur passiert, wenn du bereits den Erdorden besitzt. Wunderbar, du trägst den Erdorden. Siegestraße Pokémon Liga. Willkommen auf der Siegestraße. Ja. Oh, da links ist was, ein Kleinstein. Das brauchen wir, einen Kleinstein will ich nicht. Surfer. Toy Pikachu, ja. Nee, ich will wissen, was es ist. Keine Ahnung, was es ist. Ich weiß es nicht. Oh. Benutze Top-Schutz. Ihr habt mich überzeugt. Oder erstmal Superschutz. Superschutz. Da können wir nicht lang. Aber ein Zubat, geil. Ja, Stärke, Stücke, 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 hat Kikli. Das war dämlich.
würde ich sagen. Nochmal rein. Gibt's hier noch einen anderen Eingang eigentlich? Da mal. Da rechts geht's auch noch weiter, ne? Okay. Bin ich gerade einfach nur. Hä? Wie soll ich denn da weiterkommen? Ach so, ja klar. Klaro. Superschutz und Kickli. Ja, ein Onyx kann ich gleich mal besiegen. Kriegen ganz schön viel EP. So. Geil, ein Zubat. So, ja, jetzt sollten wir es haben. Ja. Haben sie jetzt irgendwas gebracht? Ne, ich dachte, das bringt uns jetzt irgendwas. Ah, doch, es bringt uns was. Ah, ja. Den will ich nicht verschieben. Glaubst du etwa, du kannst mit mir aufnehmen? Ja, eigentlich glaube ich das. Oh, 44, das wird dann langsam gefährlich. Aber Hydro-Pumpe haben sie nicht ins Gegensatz. Und Vonona sollte auch mal eine Hydro-Pumpe weg sein, ja. Ja, ich weiß, dass du raus bist. Ich hab's gesehen, ich hab's gespürt. Ah, okay, ich verstehe das Prinzip da oben auch. Entscheide einfach für den da. Himmelsweger! Himmelsweger ist eine tolle Attacke. Glaube ich. Ich werde immer noch mal gucken. Ich versuche meine Pokémon mal vor der Top 4 und dem Champ auf Level 50 zu leveln, alle. Und dann werde ich mich mal entscheiden, ob ich denn mein Team nehme, womit ich jetzt hier durchs Spiel gegangen bin, oder ob ich dann die legendären Pokémon mal ins Team nehme. Ich glaube, du bist gut genug, um mich zu schlagen. Ja, das ist hier die Frage, ne? Mich wundert, dass Drachenwut so wenig abzieht, weil es ja auch eigentlich Feuer ist. Glaube ich. Schicki. Biss. Hydro-Pumpe. Ja. Nee, das war Shillock. Gar nicht. Ja, Surfer. Und jetzt kommt Glurak. Surfer. Ja. Glurak wurde besiegt. Gerados rockt das hier. Immerhin hatte ich eine Chance. Ja. Wenn du dir so viel Hoffnung machen wolltest. Ja. Wenn man das eine Chance nennen kann. Ja, ich habe Lavados gefunden. Frag mich nicht, wie man da hinkommt. Das ist nicht mein Problem. Doch, eigentlich schon. So, runter und hier nach links. Komm, was die Siegestraße stellt an der Abschlussprüfung für Trainer dar. Ich muss sagen, ich finde hier in diesem Spiel die Siegestraße gar nicht so schlimm letztendlich. Finde ich. Aber da habe ich das Gefühl. In anderen Spielen habe ich immer viel schlimmer in Erinnerung. Das Gefühl, da war immer viel zu viel. TM05, ah ja. Mega Kick. Mew. Ach, ich mag Schädelwurme nicht so. Ja, ich will auch mal ein paar neue Attacken zeigen. Auch wenn es vielleicht dämlich war, ich habe keine Ahnung. Du möchtest also die Top 4 herausfordern? Ja, genau deswegen bin ich hier, ja. Gut erkannt. Level 44. Hypno. Hydro-Pumpe. Surfer? Ja. Hydro-Pumpe, komm mal. Fuck. Drachenwut. Ja, komm. Ja, wir haben uns besiegt. Aber Donner soll jetzt. Ja. Kadabra wurde besiegt. Schade. Lurak soll das jetzt hier aber regeln mit dem Blitzer. Ja. Voll erwischt. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, noch ein Supertank. Und noch ein Supertank. So. Da ist nichts. Der Schutz wirkt nicht mehr. Schade. Superschutz. So.
Ja, ich fordere dich trotzdem heraus. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Wenn du meinst. Surfer. Und bis, ja. Bis und bis und bis. Und ja. Aua, ich bin besiegt. Kann gut sein. Ich glaube auch. Sind wir aufgehoben? Weiß ich nicht. Die siege Straße ist sehr schwer zu meistern. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Naja. Pandemimus wurde besiegt. Gut gemacht. Ja, ich weiß, dass ich es gut gemacht habe. TM17. Überroller. Nein, möchte ich nicht kein Pokémon beibringen. Da ist Lavados nah. So nah und doch so fern. Wie kommt man jetzt an diesen... Ich weiß es nicht, wie man jetzt hier weiterkommt, das kann ich euch leider nicht sagen. Na, gute Frage. Also jetzt müssen wir weiter. Warte mal kurz, ich entschuldige mich. Wo ist denn, wo habe ich es denn hingelegt? Ach, egal. Meine Nase bringt mich heute so ein bisschen um. Ich hoffe, ich denke daran, es rauszuschneiden. Wenn nicht, tut es mir leid. Wo müssen wir denn lang hier? Ich habe keine Ahnung. Habe ich den Supertrank nicht eingesetzt? Den Superschutz? Superschutz? So. Ach, die Leiter hier, ne? Oh, bin ich blind. Ach du Scheiße. Man erzählt von einem Wunderkind. Oh, das bin ich, danke. Ja, wir haben noch Biss, glaube ich, ja. Was anderes macht hier bei diesem Pokémon keinen Sinn. Bam, jetzt sind wir auch verwirrt, aber naja. Wenn wir die ganze Zeit Biss einsetzen, können wir das schon schaffen. Arcani können wir mit Surferalarm legen. Ja. Du bist das Wunderkind. Danke. Toppeldeber ist geil. Okay. Trainer sind geborene Kämpfer, immer auf der Suche nach starken Gegnern. Da könntest du sogar recht haben. Das war's für Gyarados. Egal, weil seine ganzen AP waren schon aufgebraucht. Wir wechseln Samus Pokémon zu Glurak. Feuersturm, ja. Schlitzer. Fliegen. Nochmal fliegen. Und das war's für Glurak, das war geil. Okay, hier gerade, der macht uns gerade fertig hier, die hier. Aber für unseren Kadabra ist das gar nichts. Ich hasse diese Attacke, ne? Delegator, die ist echt nervig. Ach komm. Kickli. Mega Kick. Was soll das denn hier? Warum? So, endlich. Danke. Noch lange genug gedauert. Ja. Okay, jetzt sind langsam stecken wir in der Klemme. Einfach mal Kadabra reinsetzen. Komm, Psychokinese. Ja. Warum habe ich ihn überhaupt bekämpft? Ich hätte es ja gar nicht machen müssen. Warum habe ich Gyarados wiederbelebt? Das war echt dämlich. Glurak, jetzt haben wir hier die ganzen Supertränke. Zack, zack, zack. Übertrank. Muss ich einsetzen. Nee, brauche ich nicht. Hyperheiler. Pokémon wechseln. Gyarados kann auch ganz hinten. Komm, Mio halt nach vorne. Ja. Ja, okay. Ach, Kleinstein. Ich glaube, ich sollte wieder mal einen Superschutz einsetzen. Golbert kann mich mal. Maschok kann mich mal. Jo, Leute, wir sind bei Lavados. Mega Block. Ich versuch's einfach mal. Ich speichere hier mal das Spiel. So. Und ich würde sagen, versuchen wir es einfach mal in Lavados. Mit Mega Hieb. Mega Hieb. Mega Hieb.
Mega Kick. Psychokinese. Ja. Komm, wir haben da nichts, was ihn jetzt. Na egal, einfach mal. Über Bälle. Und Überball und Überball und Überball und Überball. Natürlich haben wir jetzt noch einen kleinen Nachteil, dadurch, dass wir kein Statusproblem bei ihm versucht haben, aber. Who cares? Ach du Scheiße. Ja. Jetzt können wir einfach mal einen Hypertrank einsetzen bei Glurak. Und Überball. Jetzt können wir lange so weitergehen. Eigentlich nicht, weil wir nur noch 17 Bälle haben. Ach du Scheiße. Die Statusveränderung scheint ja echt viel auszumachen. Sieben, sechs, fünf, vier, drei. Das wäre eh unser letzter. Yo. Hallo Lavados. Mega Kick. Mega Kick. Alter, was macht Lavados da? Ja. Ich kann natürlich Meisterball einsetzen, mache ich aber natürlich nicht. Weil das brauchen wir nicht. Das war dumm. Ja, Lavados besiegt, geil. Mega Kick. Mega Kick. Mega Kick. Ja, Lavados besiegt schon zweimal. Geofissur hätte ich nicht einsetzen sollen, hat zum Glück nicht getroffen. Nochmal Psychokinese. Schade, hat ihn auch besiegt. Psychokinese, Psychokinese, Psychokinese. Oh Mann! Kann das mal aufhören, ihn immer zu töten? Direkt? So. Überball. Überball, 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 Überball. Das weiß nicht, ob es diesmal auch nicht funktioniert, aber momentan sieht es nicht so aus. Jetzt seht ihr, warum ich Magneton fangen wollte. Ja, also ich muss schon sagen, das nenne ich Spannung. Also, jetzt haben wir ihn eh besiegt. Geil. Naja. Ich glaube, dass es nichts mehr wird. Ich sage danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.